Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Brautpaare, zum Podcast Hochzeitsgeflüster. Ja, und ich freue mich riesig, denn heute haben wir die Location-Besitzerin Andrea Stahl am Start. Und es wird heute richtig spannend und ich darf euch bitten, bitte bis zum Ende dran zu bleiben, denn sie erzählt heute die am 10 häufigsten gestelltesten Fragen, die sie gestellt kriegt von Brautpaaren, von ihrer Hochzeitslocation, dem alten Obstkeller in Mönchberg. Und wir gehen wirklich auf so Themen ein, was ist das Alleinstellungsmerkmal, was macht die Location aus, Menü oder Buffet, was geht da, gibt es Lautstärkebegrenzung, Raummiete, wir gehen auf den Preis ein, dass ihr wirklich so einen Rundumüberblick bekommt, was euch da erwartet. Und zwar, heute begrüße ich Andrea Stahl vom alten Obstkeller in Mönchberg. Wer im Obstkeller heiraten möchte, trifft zuerst auf sie und mit ihr zusammen plant ihr eure besondere und unvergessliche Hochzeitsfeier. Bei Andrea begebt ihr euch in erfahrene Hände, denn sie plant und gestaltet in ihrem Obstkeller Hochzeiten bereits seit über 12 Jahren. Und für die schöne Gestaltung ist ihr Mann verantwortlich. Dafür für die beiden schon mal einen riesengroßen Applaus. Schön, dass ihr heute hier seid. Dankeschön. Die 12 Jahre sieht man mir übrigens an meinen Falten schon an. Sehr schön, super. Und wir starten direkt. Andrea, was ist denn so das Besondere an dem alten Obstkeller? Wenn ich das in drei Punkten vielleicht zusammenfassen würde, würde ich sagen, der erste Punkt ist sicherlich die größtmöglichste Individualität, die wir unseren Kunden bieten. Bei uns, wir machen keine Vorgaben, was irgendwie Caterer betrifft, was DJ betrifft, was, das wird ja nicht so gefallen, aber das machen wir, das weißt du sehr genau, ja. Was Blumen, Floristik und so weiter betrifft. Also man ist da bei der Wahl seiner Dienstleister völlig frei. Das ist ein ganz großer Punkt. Also wir haben auch selber keine eigene Gastronomie, ganz wichtig. Dadurch direkt abgeleitet haben wir eigentlich ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit viel Gestaltungsfreiheit und eben der absoluten Kostenkontrolle. Der Kunde kann entscheiden, will er ein Menü für 30 Euro oder will er eins für 130 Euro. Das ist jetzt ihm völlig überlassen. Und dann denke ich, was auch noch für unser größtes Alleinstellungsmerkmal ist, ist, dass wir, ich nenne das immer gerne, das Kein-Stress-für-niemanden-Paket haben. Bei uns kriegt jeder Kunde ein gesamtes Wochenende, hat dafür Zeit, eben einen Tag vielleicht auch schon mal ein bisschen vorzufeiern mit den fremden Freunden, die von Ferne kommen, und eben auch einen Tag Nachklang zum stressfreien Abbau. Und natürlich, klar, man ist exklusiv hier, ist sowieso klar, dass nicht zwei Feiern parallel stattfinden. Also es ist wirklich, man hat eine riesengroße Räumlichkeit mit über 650 Quadratmetern insgesamt. Der Saal hier hat 350, in dem ich sitze, und kann den toll gestalten, frei gestalten, wie man will oder gar nicht gestalten, wenn man das auch will, wenn man aufs Geld gucken will. Alles okay, und deswegen, ich mache da keine großen Vorgaben, und ja, man ist ja frei in der Art und Weise, wie man feiert, und ich denke, das zeichnet uns aus. Cool, wow, Wahnsinn. Toll, weil ich glaube, das ist ja auch das, wenn man so seine eigene Hochzeit feiern will, man will alles selber aussuchen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall spannend und schon mal wichtig für jeden. Und was natürlich auch wichtig ist, ist so ein bisschen der Preis. Wie setzt sich das so bei euch zusammen? Was kostet das so bei euch im Groben zu feiern? Ja, da sind wir sehr, sehr transparent. Kann auch jeder auf unserer Homepage obstkeller.de nachlesen. Unter oft gestellte Fragen steht auch auf Mark und Pfennig genau. Also ich bin auch vom älteren Semester, das merkt man, also auf den Euro genau, stehen da die Preise. Und zwar, wir nehmen eine Raummiete und eine Nebenkostenpauschale pro Person. Das ist das Einzige, was verpflichtend ist. Ob man darauf zusätzliche Dienstleistungen bucht, die wir anbieten, wie zum Beispiel ein Feuerkorb, eine Eiswürfelmaschine und die Tischwäsche, das bleibt jedem selber überlassen. Das sind Kleinigkeiten, also zum Beispiel jetzt natürlich Geschirr und Gläser werden von 9 von 10 Leuten gebucht. Aber zum Beispiel das Verstärker-Set für freie Trauungen, das bucht natürlich nicht jeder. Das sind so ein paar Technikkeiten. Aber das heißt, man kann halt, so wie in so einem Baukasten, bei euch wirklich dann alles erhalten, ne? Ja, man kann, also genau, außer natürlich Catering und solche Dinge bieten wir nicht an, also ich decke auch nicht ein oder sowas, das mache ich nicht. Aber was in der Raummiete immer enthalten ist, ist die Variante einfache Bestuhlung. Das sind Korbstühle, die zeige ich mal gerade. Ja, gerne. So, man sieht es hoffentlich, ganz normale Korbstühle oder eben festliche Bankettstühle. Da kann ich jetzt auch mal, aber ich kann mal schwenken, vielleicht sieht man sie da hinten. Sieht man sie? Ja, okay. Also das sind Bankettstühle mit runder Lehne. Toll. Und eben quadratische Tische kann man haben, runde Tische und so weiter. Das ist abgedeckt.
Und natürlich in den Nebenkosten, die verpflichtend dabei sind, sind da solche Dinge wie Verbrauchskosten, Stellen drin, Reinigung, Security, das ist abgedeckt. Ob man dann die Tischwäsche über mich nimmt oder selber die mitbringt, bleibt jedem selber überlassen. Und kannst du was zur Raummiete oder so grob zu den Kosten sagen vielleicht? Ganz klar. Also an einem, also die Preise gelten jetzt natürlich nur bis 22. Ich weiß ja nicht, wie lange der Podcast existiert. Wir haben drei Saisons, Hauptsaison, Nebensaison und Normalsaison. Die Nebensaison ist jetzt im Wesentlichen November, Dezember und der Februar, genau. Und dann die Normalsaison ist März und Oktober. Und der Rest ist die Hauptsaison mittlerweile schon, weil wir einen sehr schönen Außenbereich haben. Wir haben halt sehr viel draußen. Also, Nebensaison liegen wir bei 2.200 Euro. Normalsaison bei 2.700 und die Hauptsaison bei 3.200. Es geht in 500er Schritten, wie man merkt. Dazu kommt eine Personenpauschale von für die Nebenkosten, wie eben erwähnt, von 3 Euro. That's it. Ganz einfach. Kann sich jeder ausrechnen. Perfekt, sehr gut. Und du hast ja eben schon angesprochen, Menü oder Buffet, Caterer, du kannst alles frei auswählen. Das wäre die nächste Frage gewesen. Die hast du schon beantwortet, ne? Auch was natürlich auch immer bei uns sehr attraktiv ist, ist Barbecue. Okay. Dass Leute vielleicht draußen eben ihr Spanferkel grillen oder ihre selbstgeschossene Wutz oder sowas, ja, oder Steckerfische machen oder sowas, das geht natürlich auch. Auch Foodtrucks wäre möglich. Natürlich jetzt nicht die riesen 40-Tonner, aber so in normale Größe, alles kein Problem. Aber man kann auch seine Sachen selber mitbringen. Wenn einer jetzt seinen eigenen kleinen Krebsstand mitbringen will oder sein Chili con Carne oder cool. Silikan, super, kann er machen, kein Problem. Wo wir so beim Thema Außenbereich sind, wenn ich mich so erinnere, mein erster Auftritt bei euch, bei dir, das ist ja schon einige Jahre her, und da hieß so, ja, ich bin gebucht im alten Obstkeller, dachte ich erst so, okay, alten Obstkeller, mal gucken, ob es da die Treppe irgendwo runtergeht oder so, und dann bin ich damals da angekommen und dann muss ich halt sagen, ist echt cool, ja, also du kommst halt in den Außengartenbereich, der ist ja riesengroß, der ist gepflegt, du guckst dann halt auch nicht auf irgendeine Hauswand oder so, sondern du guckst halt wirklich ins Grüne rein. Dort habe ich oft mit Musik begleitet, das heißt, wenn das Brautpaar ankommt und einmal stand sogar ein Eiswagen da und dann haben Kinder und die Gäste dort, die schon ein Häppchen hatten, Eis noch gegessen und dann kam das Brautpaar rein und es war so eine Mega-Stimmung. Und das ist halt das, finde ich, was man aus so einem großen Garten auch Tolles machen kann und was man so empfindet, wenn man die Location betritt, auch wenn man vielleicht vorher denkt, so, ach, der Obstkeller, was ist das eigentlich? Also wenn man es halt gar nicht kennt, ne, so... Vielleicht mal spannend. Absolut richtig. Viele sagen, vermuten in einem Keller immer einen Keller. Es gibt hier unter diesem Stockwerk, auf dem ich sitze, gibt es noch den kompletten, wirklich einen richtigen Keller. Aber da wird nicht gefeiert. Da ist unsere Technik, da ist Lager und so weiter. Klar. Und wir haben hier dieses 6,50 Meter hohe, schöne Gebälk hier. Ich zeige es einfach mal. Ja. Es ist alles, aber kein Kelleratmosphäre. Es ist eher eine Scheune mit Ballsaalcharakter, so würde ich sagen. Auch vor allen Dingen ein sehr schöner Lärchenholzboden, Dielenboden. Also ja. Genau. Vielleicht, viele Wünsche können hier erfüllt werden. Nicht jeder natürlich. Wenn du den Außenbereich erwähnst und wahrscheinlich die Frage Sperrstunde anschließen würdest. Also wir haben hier drin keine Sperrstunde. Draußen natürlich im Außenbereich. Sollte ab 22 Uhr kein Remi-Demi mehr sein. Also da gibt es, wie überall in Deutschland, gibt es Dezibelgrenzen. Wir sind hier in einem Gewerbegebiet, die sind entsprechend höher. Wir sind aber, da wir, wie du eben richtig bemerkt hast, am Ortsrand. Wir haben also einen freien Blick über die Felder und den Spessart und Odenwald rein. Also von daher ist das, merkt man das nicht, dass auf der anderen Seite ein paar Gewerbetreibende in der Tat sind. Mönchberg, wir reden von einem Dorf, da gibt es jetzt keinen Audi oder irgendwas oder BMW-Standort. Ne? Aber von daher, die Lautstärkenregelung ist trotzdem gegeben, Dezibel wie in einem Gewerbegebiet. Aber das ist alles kein Thema. Man kann sich natürlich auch nach 22 Uhr draußen aufhalten, Feuerkorb, lachen, rauchen, ratschen, alles kein Thema. Nur kein Remedy. Genau, ne? Also... Aus meiner Erfahrung muss ich halt auch sagen, wenn ich als DJ komme auf eine Feier, dann ist mir auch wichtig, dass halt Party funktionieren kann. Da gehört eine gewisse Lautstärke halt dazu. Das ist halt so. Ich kann euch sagen, im Obstkeller reicht die Lautstärke. Man kann laut genug machen, ja, und man kann gut Party feiern. Und es gibt von meiner Seite auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, weil sonst wäre es auch für mich ein Grund, eine Location zu meinen. Es gibt die ein oder andere, wo ich sage, okay,
Da geht's einfach nicht. Das ist zu leise. Es muss einfach ein bisschen Spaß machen, wenn der coole Hit kommt, dass die Leute mitgehen. Und das können wir machen im Obstkeller. Deswegen bin ich auch immer sehr, sehr gerne da. Ja, da ist noch ein wichtiger Punkt, dass wir keine Unterkünfte bei uns haben. Das heißt, wir müssen ab 2 Uhr nachts auch nicht irgendwie Zimmerlautstärke oder sowas, weil ja hier schläft ja keiner drin im Gebäude. Und deswegen ist das, also man ist ja für sich und ja, cool. Okay. Dann genau. Ist das ganz gut. Mhm. Das wäre die Frage, wie lange darf bei euch gefeiert werden? Also all night long. Genau. Oh, ja. Super. Dann eine Frage, die vielleicht häufig auch gestellt wird, ab wann kann aufgebaut werden oder so? Wovon ist das abhängig? Das habe ich ja eben schon versucht zu sagen in den in Sachen rund um Sorglospaket. Man kriegt immer am Freitag, also wenn wir jetzt von einem Wochenende reden, um 12 Uhr die Schlüssel, eine kurze Einweisung und kann loslegen. Und wie gesagt, schon vielleicht schon vorfeiern. Wird sehr oft gemacht, dass man schon mal mit einem kleinen Kreis schon mal ein Säckchen trinkt oder eine Pizza isst. Mhm. Und dann am Abbau, dann am Sonntag bis 16 Uhr. Das ist also auch da, gerade wenn es jetzt eine Band zum Beispiel ist, die doch größeren Aufwand hat, natürlich eine schöne Sache, dass alles vorher in aller Ruhe gemacht wird. Ich will die Brautleute selber auch am Samstag nicht sehen, wenn möglich. Also die sollen ja nicht hier hektisch hier rumlaufen oder irgendwelche Servietten hinlegen. Nee. Das soll nicht sein. Okay. Genau. Du hast vorhin das Rundum-Sorglos-Paket angesprochen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was da mit beinhaltet ist? Ja, das Rundum-Sorglos-Paket heißt, also ich meine, ich bin für alle Dinge Ansprechpartner. Ich gebe gerne Empfehlungen ab zu allen möglichen Themen, ob Kinderbelustigung oder eben Catering oder was auch immer. Mhm. Mische mich aber nicht ein, wenn einer sagt, ich will jetzt mein Lieblingsrestaurant dabei haben, dann soll das so sein. Das Rundum-Sorglos-Paket heißt vor allen Dingen eben auch, ich bin hier exklusiv. Ich bin hier ohne jetzt mit einer sehr großzügig ausgelegten Zeit hier, muss da keine Extrakosten bezahlen, wenn ich jetzt eben am Freitag schon aufbauen will. Das ist schon alles inkludiert und ich bin aber trotzdem nicht auf mich allein gestellt. Super. Was die drei wichtigsten Fragen sind? Andrea, ist deine Sendezeit. Schieß los. Okay, die drei wichtigsten Fragen sind nämlich, da habe ich echt ein bisschen drüber nachgedacht, aber es ist eigentlich im Grunde genommen immer das Gleiche. Es wird gefragt, gibt es Übernachtungen vor Ort? Bei uns selber hier nein, aber fußläufig im Ort von einfach bis Deluxe. Das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr kann sich jeder raussuchen, was er will, ob Camping oder eben 4 Sterne. Oder Deutschlands erstes Baumhaushotel. Alles hier da, kann man zu Fuß hinlaufen. Und ich glaube, alles nah, ne? Das ist ja alles nicht weit weg. In Mönchberg ist ja nicht groß, ne? Genau. Die zweite Frage, die sehr, sehr oft kommt, sind freie Trauungen möglich bei uns? Mhm. Also wir haben zwar selber jetzt kein Standesamt bei uns im Haus, aber klar, gar kein Problem. Auf der Apfelbaumwiese, auf der Terrasse, bei Plan B, schlecht Wetter, haben wir einen Salon Rouge hier auch noch, das sind auch nochmal 150 Quadratmeter, wo man also sehr, sehr flexibel dann sagen kann, wenn es halt ein Gewitter aufzieht, dann macht man es halt da, auch kein Problem, überhaupt kein Thema. Unser Standesamt hier im Ort ist auch fußläufig erreichbar oder per Fahrrad, Rikscha oder Kutsche oder wie man es halt möchte. Kirche ist auch nicht weit, ne? Denke ich. Evangelischer Pfarrsaal ist nicht weit, alles da. Genau. Und dann natürlich noch als dritte Frage, gibt es einen separaten Raum für Kinder? Auch das ist ein sehr, sehr häufiger und wichtiger Punkt, wo die vielleicht auch schlafen können. Ja, gibt es auch bei uns, 60 Quadratmeter groß, zum Spielen, zum Essen vielleicht separat oder eben später zum Schlafen. Und daran angrenzt natürlich immer auch Barrierefreiheit mit Kinderwägen und so weiter. Ja, auch die ist gegeben, auch sowohl im Sanitärbereich als auch beim Eingang, Ausgang und so weiter. Ja, liebe Brautpaar, ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen aus dem Gespräch und wisst jetzt ganz genau Bescheid, um was es beim Obstkeller genau geht und könnt so ein bisschen herausfinden, ob das die richtige Hochzeitslocation für euch ist. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch und wünschen euch alles, alles Gute, ganz, ganz tolle Hochzeit, oder Andrea? Ich schließe mich an. Ich freue mich immer wieder. Ich habe über 400 Hochzeiten, habe ich glaube ich schon in den Knochen, aber es können ruhig noch 400 mehr werden. Cool, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ich feiere gerne. Ich meine, ich feiere zwar leider nicht mit, aber ich freue mich immer, wenn ich glückliche Leute habe. Übrigens, eine Frage wird sich jedes Brautpaar bei mir gefallen lassen müssen bei der Übergabe. War das die richtige Entscheidung, hier gefeiert zu haben? Und wenn dann so richtig Yes, Chaka kommt, dann war es gut. Dann freue ich mich. Sehr geil, sehr cool. Das ist, ja, ich glaube, das gibt einfach nochmal so das Gefühl, als Dienstleister, ich kenne das ja auch so, du hast irgendwie alles richtig gemacht, genau so wollte ich es. Das ist so dieser Moment nochmal, ja, ist toll, ja. Okay, dann wünschen wir allen noch einen wunderschönen Tag, bis bald, viel Spaß bei der Hochzeitsplanung, macht's gut, ihr Lieben. Andrea, mach's gut, toll, dass du dabei warst. Ciao. Also, bis bald. Ciao.